willkommen zum Big Shift Business Kongress Mission Phoenix. Heute habe ich zu Gast Gerald Hüther. Gerald Hüther ist der Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung mit einem wichtigen Schwerpunkt zum Thema New Work und wie man die Potenziale in den Mitarbeitern entfalten kann. Und zuvor hat er als Neurobiologe, als Professor für Neurobiologie gewirkt am Max-Planck-Institut und auch an der Uni Göttingen. Hallo, Herr Hüther. Hallo Herr Weiß, ich grüße Sie ganz herzlich. Und ich muss gleich dazu sagen, alle, die uns jetzt hier zuschauen, ich bin beim Skifahren auf die Nase gefallen, deshalb sehe ich hier ein kleines bisschen sonderbar aus. Das ist aber nicht weiter schlimm. Danke für die Info. Ich glaube, das ist ganz gut für alle zu wissen. Und wir haben auch schon von Ihnen erfahren, dass Sie aber trotz alledem wohlauf sind und dass es einfach nur ein leichter Unfall war und ansonsten bis auf den Nasenkratzer nichts Schlimmes passiert ist. Richtig? Ja, das ist eben dann so, dass man immer denkt, dass man bestimmte Handlungsabläufe noch beherrscht, weil man es früher mal gut gekonnt hat. Und dann ist man in der Situation, hat auch im Kopf genau, wie es geht, und dann kommt die Kurve und die Abfahrt und dann kriegt man sie nicht hin und dann landet man im Schnee. Und wenn dann noch so ein alter Tannenast da liegt, der einem die Nase aufreibt, sieht man dann so aus wie ich. Andererseits, und ich hoffe, das werden wir auch gleich noch im Interview erörtern können, ist das, was Sie da gemacht haben, ja auch ein Lernerlebnis und dass das Lernerlebnis sogar sehr positive Früchte tragen kann, am Ende des Geschehens. Das hoffe ich, dass wir das noch gleich gemeinsam ein bisschen beleuchten können. Aber ich würde gerne gleich mal anfangen mit dem Thema Angst, mit dem Sie sich ja sehr ausführlich beschäftigt haben. Sie haben Bücher darüber veröffentlicht, Biologie der Angst, Wege aus der Angst ist Ihre letzte Erscheinung, die ich mir auch angeschaut habe. Und ich habe dazu eine ganze Reihe von Fragen. Und ich würde gerne gleich mit einem Thema anfangen. Sie haben geschrieben, Angst ist ein subjektives Empfinden. Angst ist ein Gefühl, das immer dann entsteht, wenn sich im Hirn ein inkohärenter Zustand auszubreiten beginnt. Was in aller Welt kann man sich darunter vorstellen und was genau passiert dann in unserem Gehirn? Ja, das ist schon das inkohärenter Zustand heißt nichts anderes als Durcheinander. Und normalerweise soll es da oben einigermaßen geordnet ablaufen. Da wäre es schön, wenn die Erwartungen, die man hat, mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen, wenn das alles schön zusammenpasst. Also zum Beispiel meine Erwartung, wenn die übereinstimmen würde, dass ich so toll den Berg runterfahren kann mit den tatsächlichen, dann habe ich keine Angst. Jetzt könnte ich Angst haben, weil ich ja hingeflogen bin. Und dann ist das dann schon ein bisschen komisch. Und dann gibt es eine Möglichkeit, das zu überwinden, indem man gleich wieder runterfährt. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann bleibt das nicht so eine nachhaltige Geschichte. Man macht dann ein positives Erlebnis nach dem anderen und merkt man, es geht ja doch. Und so überwindet man eigentlich auch die Angst, indem man immer wieder lernt, wie ein inkohärenter Zustand wieder kohärenter gemacht werden kann. Also erst hat es nicht gepasst und dann tue ich was und jetzt passt es besser. Und der Hintergrund für diese Gegebenheit ist der Umstand, dass das Hirn und nebenbei gesagt alle Lebenssysteme, auch ein Unternehmen, auch eine Familie, auch eine Gesellschaft, alle Lebenssysteme, auch das Hirn, ist sozusagen, die sind alle darum bemüht, einen Zustand zu erreichen, wo alles, was dort miteinander an Interaktionen abläuft, möglichst gut zusammenpasst. Leuchtet auch ein, weil das der Zustand ist, in dem am wenigsten Energie verbraucht wird. Und das führt uns dann so weit zurück, also auch schon in eine Ebene, wo wir sagen müssen, das geht ja noch weiter als nur alleine nur Hirnforschung, führt uns zurück in die Physik. Das ist nämlich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Also wenn etwas lebendig ist, passt das eigentlich nicht zu dieser Erkenntnis, dass ja alle Energie im Universum auseinanderstrebt. Und wenn es dann doch Inseln gibt, in denen die Dinge zusammengehalten werden, dann dürfen die nicht allzu viel Energie verbrauchen. Wenn sie das tun, fliegen sie auch wieder auseinander. Und deshalb gibt es so eine Art Signalmuster im Organismus, das ausgelöst wird, wenn wir drohen, auseinanderzufliegen. Also wenn das Durcheinander zu groß ist. Und das nennt man am Anfang Irritation und ein bisschen Unsicherheit und Verunsicherung. Und dann, wenn es noch ein bisschen, da ist es eigentlich ganz vorne im Frontalhirn. Da hat man bestimmte Vorstellungen, wie es jetzt werden soll, und dann wird es nicht so.
Und dann fragt man sich, hallo, was ist denn jetzt los? Und dann, wenn man dann keine Lösung findet, um das wieder passend zu machen, dann geht das weiter. Dann rutscht das runter, dann breitet sich diese Unruhe, dieses Durcheinander, diese Inkohärenz immer weiter aus im Hirn, erreicht dann tiefere Bereiche, dort wo die Wissenschaftler, die Neurowissenschaftler sagen, dann das ist dann die Amygdala oder das limbische System, das wird dann auch mit davon erfasst. Und dann werden eine ganze Reihe von Körperreaktionen in Gang gesetzt und auch die ersten Reaktionsmuster, dass man da irgendwie versucht, wieder rauszukommen. Wenn das auch nicht so richtig hilft, fällt man meistens zurück auf altbewährte Strategien. Die sind tiefer unten im Hirn, auf die funktionieren selbst, wenn es oben alles durcheinander ist, funktionieren die noch einigermaßen. Das kennt dann auch jeder. Das ist dann diese Situation, wo man plötzlich wieder in so alte Kindheitsmuster zurückfällt. Also man benimmt sich auf eine Art und Weise, wie man sich normalerweise gar nicht benehmen würde. Also schlägt mit Türen, brüllt rum, haut auf den Tisch oder wirft sich auf die Erde. Ich räume dann nebenbei gesagt immer mein Regal auf. Und da weiß man, jetzt ist eigentlich irgendwie die Zeit, dass man irgendwie eine Lösung findet. Wenn dann immer noch keine gefunden wird, dann ist die Unruhe oben so groß, dass da auch das nicht mehr geht. Und dann übernimmt automatisch immer die letzte Führungszentrale, die im Hintergrund wartet, dass sie gebraucht wird, dieses Kommando. Und das sind die archaischen Notfallprogramme. Die sitzen ganz weit unten im Hirnstamm. Und die kennt dann auch jeder. Also wenn es geht, Angriff. Wenn es nicht geht, Flucht. Und wenn beides nicht geht, ohnmächtige Erstarrung, Todstellreflex, sogar schon bei Tieren. Also da ist man so ungefähr wie ein Krokodil unterwegs und das ist nicht so angenehm. Und da ist es dann schon gut, wenn man so ein bisschen eine Idee hat, wie man da wieder rauskommt aus diesem Kellerloch, in das man da gefallen ist. Und das jetzt braucht alles viel Energie. Also das ist der Hintergrund, ist eigentlich, dass Energie gespart werden will. Und sobald ich eine Lösung finde, dass es wieder passt, wow, verbraucht das Hirn weniger Energie und das ist vielleicht die ganz allgemeine Botschaft, dass das System sozusagen immer einen Zustand anstrebt, in dem möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das wird jetzt spannend, wenn wir das auf Unternehmen beziehen oder gar auf gesamte Gesellschaften. Wir verbrauchen im Augenblick viel zu viel Energie, weil nichts zusammenpasst. Bei Unternehmen kann ich das mit Energie übersetzen, zum Beispiel mit dem Thema Geld als eine Form von Energie. Und wenn die Kosten einfach zu hoch sind, wenn die Kosten das übersteigen, dann ist irgendwann ein Unternehmen nicht mehr lebensfähig und muss dann sozusagen die Pforten schließen. Wie sehen Sie das auf der gesellschaftlichen Ebene, dass wir da zu hohe Kosten produzieren? Am Ende ist das, woran man das dann messen kann, wohl das Geld, aber was dazu führt, dass man Verluste macht, das liegt an den Reibungsverlusten, die das Unternehmen erzeugt. Und das sind meistens Reibungsverluste mit den Mitarbeitern. Also lauter Konflikte, die kommen nicht miteinander klar. Die einen wollen es immer besser wissen als die anderen. Das kennt man ja zur Genüge. Und das ist alles Reibungsverlust. Das verbraucht einen Haufen Energie und bringt überhaupt nichts. Und deshalb ist es dann immer günstig, man findet Lösungen, wie man solche Energiefresser im Unternehmen beruhigt. Und das ist, man könnte sagen, das ganze Unternehmen gerät dann in so einen Zustand, der so ähnlich wie Angst heißt. Dann hat man auch schon Angst vor der Insolvenz, ja. Und wenn dann nicht irgendeiner kommt und wieder Ordnung herstellt, wird das nichts. Und jetzt habe ich es schon falsch gesagt, weil das Naheliegendste, was man dann immer sich wünscht, ist, dass einer kommt, der Ordnung macht. Das hängt aber dann unglaublich von dieser einen Person ab. Und das ist eine von außen von dieser Person über das Unternehmen hinweggestülpte Ordnung. Der Sanierer, der da kommt. Besser wäre es, man schaffte einen Zustand, wo die Ordnung aus sich selbst heraus von den Mitarbeitern wieder gefunden wird. Und das ist dann eine andere Kultur des Umgangs miteinander. Und dass man neue Konfliktlösungsstrategien findet, dass man Vereinbarungen findet, was man in diesem Unternehmen machen möchte und was man nicht machen möchte. Und am allerstärksten kohärenzstiftend für ein Unternehmen ist es, wenn man ein gemeinsames Anliegen hätte, was alle Mitarbeiter, auch die Führungskräfte, gemeinsam verfolgen. Also das sagt man auch manchmal Ziel, aber das ist schon gar nicht so ganz günstig mit dem Ziel, weil man das ja unter Umständen erreicht. Also das Ziel bis zum Quartalsende, die und die Zahlen gesetzt im Fall, sie erreichen es, ist anschließend wieder das orientierungsstiftende Ordnungsprinzip weg. Und deshalb ist ein Anliegen schöner. Ein Anliegen könnte sein,
Ja, wir begleiten so eine Bäckerei, zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet. Die haben das Anliegen, sie wollen die liebevollste Bäckerei im ganzen Rhein-Main-Gebiet werden. Das ist ein Anliegen. Oder eine Stadt, Tulln an der Donau, die möchten eine Stadt des Miteinander werden. Wow, wunderbar, da wissen alle, was sie zu tun haben. Jeder kann auf seine Weise dazu beitragen und es ist ein Anliegen, was jedem Einzelnen am Herzen liegt, was sich aber nur gemeinsam realisieren lässt. Das ist ein ganz starker Motor, der die Kohärenz einer Gemeinschaft zusammenhält. Im Hirn ist es so, dass uns ja auch sehr viele unterschiedliche Dinge so durch den Kopf gehen und dass man da bisweilen sich in den Multitasking und Bewältigungsversuchen verliert. Und dann ist es auch gut, wenn es da ein ordnungsstiftendes Prinzip gibt. Jetzt sind wir schon sehr weit drin, das merken Sie. Finde ich gut. Lassen Sie uns weitergehen. Das wird spannend. Das ordnungsstiftende Prinzip im Hirn heißt, dass ich da eben auch sowas wie ein Anliegen habe. Dass ich also mich doch mal irgendwann im Leben frage, wozu ich überhaupt hier rumlaufe und jeden Tag zur Arbeit gehe. Und das hat dann was mit Sinn zu tun. Also wenn ich versuche, mir selbst darüber klar zu werden, weshalb ich da bin und was ich für einer sein möchte, habe ich auf einmal einen inneren Kompass, der mich leitet. Und der hilft mir auch über manche Unbill hinweg, die dann solche inkohärenten Zustände erzeugt und hilft mir dann, die Kohärenz wiederzufinden. Und zwar nicht, indem ich nur dieses eine Problem löse, sondern indem ich mich wieder orientiere an dem, wo ich eigentlich hin will. Manchmal versuchen wir ja, Probleme auf einer Ebene zu lösen, die hat mit dem, wo wir hinwollen, gar nichts zu tun. Ja. Genau. Und das ist etwas, was mich an Ihrem Buch besonders begeistert hat, nochmal diesen Zusammenhang auch herzustellen, dass es eben die eine Möglichkeit ist, dass man versucht, auf einer tiefer liegenden Ebene das Problem zu lösen, womit man meistens scheitert und dass offensichtlich viele, die meisten, alle Lösungswege, die, sag ich mal, mit einer Komplexität zu tun haben, die wir jetzt mit den aktuellen Bordmitteln nicht gemeistert bekommen, irgendwie darauf hinausläuft, dass wir auf eine höhere Ordnung gehen müssen, um das dann quasi von dort aus zu lösen. Und sei es jetzt zum Beispiel in der Form, wenn ich jetzt merke, ich werde durch einen Konflikt zerrissen, dass ich eben gucke, wer bin ich eigentlich in diesem Konflikt oder wer möchte ich gerne sein? Also das, Sie haben das als Selbstbild, als das ordnende Prinzip dann genannt. Und ich vermute mal, dass die Frage des Sinns vielleicht sogar noch höher steht als Ordnungsprinzip, als das Selbstbild. Habe ich das korrekt verstanden? Ja, wobei das auch miteinander zusammenhängt, weil ich kann ja nur sagen, wozu ich auf dieser Erde sein will, wofür ich dieses mir geschenkte Leben nutzen möchte, wenn sich das damit verbindet, was ich da für einer sein will auf dieser Welt. Ja, also ich bin Biologe und ich halte es eigentlich nicht aus, dass eine vorübergehend irregeleitete Spezies dabei ist, die natürliche Vielfalt auf diesem Planeten zu ruinieren. Das ist das Übergeordnete, was dann dazu führt, dass ich mich darum bemühe, Menschen dabei zu helfen, aus diesen Denkmustern rauszukommen, in denen sie dann doch so relativ verantwortungslos mit der Natur und mit dem Lebendigen umgehen. Aber das führt natürlich dazu, dass ich auch gleichzeitig ein bestimmter Mensch bin. Also nicht einer, der mit der Peitsche hinter den anderen herläuft und sie antreibt, sondern der versucht, sie einzuladen, ihnen zu helfen, dass sie was verstehen, was sie bisher vielleicht noch nicht so gut verstanden haben. Der versucht, sie auch zu ermutigen und auch zu inspirieren, sich nochmal zu öffnen für die, in meinen Augen wäre das dann zum Beispiel eben die Vielfalt des Lebendigen oder den Zauber, der von dem Lebendigen ausgeht. Und dann ist man anders unterwegs. Also nicht nur für etwas anderes, sondern auch auf eine andere Art und Weise. Und die bestimmt dann gewissermaßen, welche Erfahrungen man macht. Weil dann geht man in bestimmte Bereiche, geht man dann ja gar nicht rein. Man sucht sich ja Bereiche, in denen man dann auch zwangsläufig bestimmte Erfahrungen macht. Aus diesen Erfahrungen werden dann bestimmte Haltungen, also innere Einstellungen. Also zum Beispiel, dass es geht, dass ich tatsächlich hin und wieder mal einen Menschen erreiche und der tatsächlich in sich anfängt, zur Besinnung zu kommen und nachzudenken. Und dann verstärkt sich diese innere Haltung, dass es prinzipiell geht und dass es ein guter Weg ist. Und diese innere Haltung bestimmt dann mein Verhalten.
Also wir wollen ja ständig in der Firma das Verhalten, und nicht nur in der Firma, auch zu Hause, in der Familie und wo auch immer, in der Schule, wir wollen ständig das Verhalten von Menschen verändern. Das ist überhaupt nicht möglich, außer durch Dressur und Abrichtung. Das Verhalten eines Menschen wird gelenkt und gesteuert durch dieses Übergeordnete, die Haltung oder die innere Einstellung. Und einer, der eine, nennen wir es mal, rücksichtslose innere Einstellung hat, der nur seine eigenen Interessen im Kopf hat, der verhält sich dann eben auf eine bestimmte Weise. Und das ist dann für andere unangenehm. Und dann wollen sie, dass der sich anders verhält, dass der rücksichtsvoller ist. Aber das kann der gar nicht, weil er müsste die Haltung ändern. Er müsste liebevoller anfangen, mit sich selbst und mit anderen umzugehen. Das ist eine Haltung. Und deshalb glaube ich, dass wir in vielen Fällen an der falschen Stelle versuchen, Korrekturen zu erreichen, dass wir versuchen, andere Menschen und das Verhalten anderer Menschen zu verändern. Was wir aber verändern müssten, ist ja diese innere Haltung, diese innere Einstellung. Und die ändert sich ja nur dann, wenn ich dem anderen eine Chance gebe, weil die innere Haltung ja durch Erfahrungen entstanden ist, muss der eine Chance kriegen, eine andere, eine günstigere Erfahrung zu machen. Und dann kriegt er auch eine andere Haltung. So, also deshalb habe ich das am Anfang erzählt, wenn ich da jetzt im Schnee eine Abfahrt mache und hinknalle, dann kann ich sagen, oh Gottes Willen, Skier nach Hause, nie wieder Skilaufen, das ist eine ungünstige Haltung, die ich da habe. Ich kann aber auch sagen, okay, wieder hoch auf den Hang, die nächste Runde und nochmal und auf einmal merke ich, es geht, dann habe ich diese innere Haltung. Es geht ja doch, in meinem Alter muss man nicht so ungeschickt werden, dass man nicht mehr den Hang runterkommt. Toll. Aber durch Belehrung wäre das nicht gegangen. Ja. Und auch nicht, wenn da irgendjemand da gewesen wäre, der mich sozusagen dazu gezwungen hätte, da wieder runterzufahren. Oder der mir dafür was versprochen hätte. Also einen schönen Grog oder so. Nee, das muss ich selber wollen. Das ist das Interessante dabei. Und das kann man immer nur durch Einladen, Ermutigen und Inspirieren. Und das sind wir dann bei dieser vielleicht neuen Art und Weise des Umgangs miteinander, die dann tatsächlich in die Potenzialentfaltung führen kann. Und dass wir aufhören, den anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und sie mit entsprechenden Belohnungen oder Bestrafungen so abzurichten, versuchen, wie wir uns das vorstellen, wie sie sein sollten, sondern dass wir versuchen, dem anderen eine Chance zu geben, so zu werden von alleine. Dass wir also Rahmenbedingungen schaffen als Führungskraft beispielsweise oder als Eltern zu Hause, in denen es innerhalb derer es hochwahrscheinlich wird, dass die betreffende Person diese Erfahrung macht, die dann zu dieser Haltung führt. Und da merkt man jetzt was sehr Spannendes, das kann man nicht machen. Also man kann nur es ermöglichen. Deshalb, und das muss man aber, man kann das umso besser ermöglichen, je kompetenter man ist und je mehr man das auch verstanden hat. Also einer, der selbst von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der wird immer versuchen, anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Einer, der verstanden hat, dass es in der Welt von morgen nichts mehr nützt, dass einer einfach seine Aufgaben abarbeitet. Das kann ja nämlich demnächst jeder digitale Rechner und Automat oder Roboter. Der wird versuchen, das seinen Mitarbeitern zu stärken, was die tatsächlich von diesen digitalen Geräten unterscheidet. Und wird sie versuchen einzuladen und zu ermutigen, nicht so perfekt wie die zu funktionieren, sondern sich auf das zu besinnen, was ihn von diesen Geräten unterscheidet. Und das ist spannend. Weil dann kommt man plötzlich darauf, das haben ja selbst die Entwickler der künstlichen Intelligenz inzwischen gemerkt, dass das, was uns von diesen digitalen Geräten unterscheidet, der Umstand ist, dass wir Bedürfnisse haben. Bedürfnisse. Ne? Und weil wir ein Bedürfnis haben, was nicht gestillt ist, entwickeln wir eine Vorstellung. Das ist die Kreativität. Das kann ein Computer nicht. Der hat kein Bedürfnis, der kann auch keine Vorstellung entwickeln, wie das Bedürfnis vielleicht zu stillen wäre. Und weil er ja nicht weiß, wie er was machen könnte, kann er auch den Willen nicht aufbringen, es zu machen. Also diese Intentionalität, die uns Menschen auszeichnet. Ja, jemand zu sein, der rangeht und es umsetzt, die kann nur entstehen, wenn ich auch von einem Bedürfnis ausgehe. Und dann ist die Frage, was sind denn eigentlich das für Bedürfnisse? Und wie reagiert das Hirn, wenn ein solches Bedürfnis nicht gestillt werden kann? Und
Da fängt es dann schon an, interessant zu werden, auch in Bezug auf das Thema Angst. Weil das Bedürfnis, mit dem wir auf die Welt kommen, ist relativ einfach. Das ist Verbundenheit einerseits und Autonomie andererseits. Das hätten wir beide. Und zwar möglichst gleichzeitig immer zu. Als kleine Kinder haben wir das die ersten 3 Jahre meistens auch hingekriegt. Also man kann da seinen Willen ganz gut durchsetzen und kann alles Mögliche selbstständig ausprobieren, selbstständig lernen. Das ist ja nicht so, dass wir laufen gelernt haben und sprechen gelernt haben, weil da ein Lehrer da war, der uns gesagt hat, welche Lektionen wir durchzuarbeiten haben, sondern das haben wir gelernt, weil wir es wollten. Ja, es war uns ein dringendes Bedürfnis, endlich mit den anderen reden zu können und endlich so herumzulaufen wie die. Und nicht weiter auf allen Vieren da blabbernd irgendwie durch die Stube zu kriechen. Und dieses Bedürfnis hat uns dazu gebracht, dass wir dann aufmerksam geworden sind auf das, wie andere sich bewegen und wie andere sprechen. Und dann haben wir uns das alles angeeignet, ganz allein, autonom, Konstrukteur des eigenen Lernprozesses nennt man das. Ja, und dann kommt eben dann irgendwann diese Phase, wo man von den anderen sozusagen, wo die anderen auf die Idee gekommen sind, dass sie dann einen erziehen und bilden müssten. Ja, und dann wird man zum Objekt der Bemühungen der anderen. Also zum Objekt der Belehrung, der Erwartungen, der Bewertungen, der Maßnahmen. Und das verletzt eigentlich beide Grundbedürfnisse gleichzeitig. Ja, also wenn Sie mich jetzt hier in eine Situation bringen, wo Sie mir sagen, erzählen Sie nicht so einen Mist, reden Sie bitte über das, was wir vorher vereinbart haben, dann ist das Erste, was ich mache, dass ich mich vor Ihnen sozusagen von Ihnen verabschiede geistig. Ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben, weil mit so einem Menschen, der mir hier so Maßregeln erteilt, möchte ich mich nicht weiter verbunden fühlen. Und das Zweite ist, ich höre auch auf, selber jetzt mein eigenes Ding zu machen, sondern schalte bestenfalls noch ab und sage, mache ich nicht mehr. Gehe in die Verweigerung. Oder wenn Sie Machtmittel in der Hand haben und mir hier für dieses Interview 5.000 Euro angeboten hätten, dann könnte es sein, dass ich das zu Ende führe, aber widerwillig. Und froh bin, wenn ich raus bin. Also dieses Verletzen, dieses Bedürfnisses, gesehen zu werden, wie man ist, und auch angenommen zu werden, wie man ist, das sitzt sehr tief, und wenn das verletzt wird, tut das weh. Wir sagen ja, es wird verletzt. Also es ist kränkend. Und das können die Hirnforscher inzwischen auch zeigen, dass wenn einem sowas selbst als erwachsener Mann noch passiert, dass man aus so einer Gemeinschaft auf diese Weise ausgeschlossen wird, indem man nicht zeigen darf, was man drauf hat, oder indem einem niemand was zutraut, oder indem man gesagt kriegt, was man zu tun und zu lassen hat. Das ist kränkend, verletzend und führt zur Aktivierung der gleichen Netzwerke im Hirn, die auch dann aktiviert werden, wenn ich körperliche Schmerzen habe. Und das ist wirklich ein toller Befund, weil der zeigt, dass dem Hirn, sage ich das mal so komisch, dem Hirn ist es gleichermaßen wichtig, dass es im Körper alles gut passt, kohärent ist, aber auch in meiner Beziehung zu den anderen Menschen. Dem Hirn ist sozusagen das Soziale genauso wichtig wie das eigene Körperliche. Und das hängt damit zusammen, dass wir so sehr soziale Wesen sind. Uns gibt es, ist ja, sind ja immer nicht bereit, uns das selbst einzugestehen, aber im Singular gibt es uns gar nicht. Was hätte ich alleine auf dieser Welt jemals lernen können? Nichts, noch nicht mal auf zwei Beinen laufen hätte ich lernen können, geschweige denn jetzt so ein Gespräch zu führen. Das verdanke ich alles anderen, die vor mir oder direkt in der Interaktion mit mir gezeigt haben, wie es geht, die es irgendwo aufgeschrieben haben, von denen ich es gelernt habe. Und das bedeutet, wir sind in solchem Maße soziale Wesen, dass es schon eine Schande ist, dass es uns bis heute nicht gelungen ist, diese Gemeinschaften dann auch so zu gestalten, dass sie fruchtbar werden, dass das kohärent wird, dass sich, und wenn das nicht kohärent ist, kann sich kein Potenzial entfalten. In mir nicht. Wenn ich zum Objekt gemacht werde, das ist der Leitspruch der Akademie, solange Menschen sich gegenseitig wie Objekte benutzen, ist keine Potenzialentfaltung möglich. Und in dem Augenblick, wo die es aber schaffen, einander als Subjekte zu begegnen, ist die Entfaltung der in jedem Einzelnen und in der ganzen Gemeinschaft angelegten Potenziale unvermeidbar. Das heißt, Potenzialentfaltung ist der normale Prozess, in dem sich das Leben sozusagen entfaltet. Da braucht man nichts dafür zu tun. Was wir machen müssen, wir müssen endlich verhindern, dass diese Potenzialentfaltung dauernd blockiert wird. Und sie wird eben dadurch wesentlich blockiert, dass wir uns gegenseitig zum Objekt machen.
weil da die beiden Grundbedürfnisse verletzt werden. Und was soll ich denn dann machen, wenn ich dann so als Junge in die Welt hineinwachse und merke, dass ich die Anerkennung meines Vaters nur dann kriege, wenn ich dessen Vorstellungen und Erwartungen erfülle? Habe ich zwei Möglichkeiten. Ich gehe in den totalen Widerstand. Vor den Kindern habe ich große Hochachtung, die sich dann sozusagen in die Autonomie gehen und sagen, wenn ich 18 bin, haue ich dem eine. Und ich mache es erst recht nicht. Und die meisten würden dann aber doch eher sich darauf einlassen, das Spiel mitzumachen und unterwerfen sich. Und das bedeutet, die müssen, damit sie das machen können, was der sagt, oder als Mitarbeiter machen können, was die Führungskraft sagt, wenn das so eine komische, eine sonderbare Beziehung ist, dazu müssen die das Bedürfnis unterdrücken, mit dem verbunden zu sein und selbst was gestalten zu wollen. Und das ist den meisten Menschen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft im Laufe ihres Hineinwachsens in diese Gesellschaft passiert. Und dann haben sie eben keine Lust mehr. Und die haben gewissermaßen über dieses Bedürfnis, was sie mal als kleines Kind hatten, die Welt zu entdecken und selbst Gestalter zu sein und mit anderen verbunden zu sein und sich um andere zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen und Höchstleistung zu erzielen. Diese ganzen Bedürfnisse haben die in sich selbst, unterdrückt ist fast das falsche Wort, die haben sich eine Verschaltung ins Hirn gebaut oder es ist eine Verschaltung im Hirn entstanden, die dieses Bedürfnis unterdrückt und dann ist es weg. Dann sind sie nicht mehr neugierig, dann wollen sie nichts mehr gestalten, dann ist ihnen alles egal. Und dann halten sie diese sonderbaren Objektbeziehungen aus und versuchen dann bis zum Lebensende die Rolle zu spielen, die ihnen da als Objektrolle zugefallen ist. Und das ist für eine Wirtschaft im 21. Jahrhundert, auch für eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert untragbar. Das ist Suizid, wenn man das auf breiter Ebene so betreibt. Und dann werden die Menschen immer unfähiger, ihr eigenes Leben zu gestalten und immer abhängiger von dem, was andere dazu sagen. Wenn die anderen sind auf der Suche nach Anerkennung, weil sie nicht so, wie sie waren, sein durften, haben sie gelernt, ich kann nur dazugehören, indem ich mich so verhalte, wie die anderen das erwarten. Und das heißt, ich bin jetzt ein Bedürftiger. Ich warte ständig darauf, dass ich endlich von anderen bedeutsam werde, geschätzt werde, geachtet werde, Gratifikationen kriege. Und dann jage ich sozusagen dem Erfolg hinterher. Und das ist kein gutes Motiv. So, aber das ist jetzt auch ein Bedürfnis, aber wir nennen das ein sekundäres Bedürfnis. Und das, was er wirklich wollte, hat er nicht gekriegt. Da hat er ein Ersatzbedürfnis entwickelt, nämlich berühmt, bekannt, einflussreich, mächtig oder sonst was zu werden. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann bricht er auch in sich zusammen. Und das, was uns dann immer wieder sozusagen auf uns zurückführt, das ist die Angst. Weil die kommt immer dann, wenn es nicht klappt. Wenn ein Bedürfnis nicht gestillt werden kann, kommt die Angst. Und da muss man eine Lösung finden. Und dann haben wir eben schon schön rausgearbeitet, dass das auch eine ungünstige Lösung sein kann. Also weil ich das Bedürfnis nicht stillen kann, wirklich in einer engen Verbundenheit mit meinem Vater oder meinen Eltern zu sein oder mit meinen Freunden in der Peer Group oder mit meinen Arbeitskollegen an der Arbeit, weil ich das nicht dort stillen kann, gehe ich dann ersatzweise Schuhe kaufen oder jedes Wochenende auf dem Fußballplatz oder macht dann meinen Kleingarten oder ja, was es da alles so gibt. Gucke dann dauernd im Internet, was es noch alles geben könnte. Und das ist dann sozusagen ersatzweise. Ersatzweise. Und wenn das dann wieder nicht mehr geht, wie jetzt bei Corona, dass die ganzen Ersatzbefriedigungsstrategien auch nicht mehr so umgesetzt werden können, wie das mal so war, dann kriegen die Leute wieder Angst. Und da merkt man, aha, das ist jetzt doch irgendwo ein Zeichen, hier will uns die Angst etwas sagen. Und die will uns nicht sagen, Corona ist gefährlich, sondern die will uns sagen, das Leben, was ihr führt, geht möglicherweise an dem vorbei, was euch glücklich machen könnte. Was euch wieder zu euch selbst zurückführen könnte. Es kann sein, dass ihr euch verloren habt in den ganzen vielfältigen Beschäftigungen, die ihr da so alle treibt und dass ihr das Wesentliche, worauf es im Leben ankommt und vielleicht in der Firma auch das Wesentliche, wofür diese Firma da ist, dass ihr das aus dem Auge verloren habt. Vor lauter Wettbewerb und lauter Erfolgszwang und lauter Profitmaximierungsabsicht hat man eigentlich vergessen, warum man diese Firma mal ursprünglich gegründet hat und wofür die eigentlich da sein sollte.
Und dann kann man nochmal sehr interessante Fragen stellen. Insofern ist möglicherweise diese ganze Corona-Krise auch eine Chance, dass wir sozusagen doch nochmal an die kritischen und wirklich entscheidenden Fragen herangeführt werden. Und was uns dabei hilft, ist die Angst. Das ist so komisch, weil wir eigentlich Angst vor der Angst haben. Aber wir kriegen eben immer dann Angst, wenn wir uns zu weit von dem entfernen, was wir eigentlich brauchen. Und dann hilft uns die Angst. Manche übergehen das dann auch und versuchen trotzdem so weiterzumachen. Aber normalerweise, wenn man darauf hört, fragt, muss man eigentlich fragen, liebe Angst, schön, dass du gekommen bist. Was willst du mir sagen? Was mache ich falsch? Und das glaube, wenn man da in sich reinhört, dann hört man das. Die sagt das dann schon. Das fällt einem dann schon ein. Und da haben wir jetzt eben schon ein paar Punkte genannt, dass man eben möglicherweise ein Leben führt, was gar nicht das Leben ist, was man ursprünglich mal führen wollte. Dass man zwar toll funktioniert, möglicherweise auch irrsinnig erfolgreich geworden ist, aber man ist auch gar nicht mehr richtig lebendig. Wo ist die ganze Sinnlichkeit geblieben? Wo ist die Erotik geblieben? Wo ist die Freude am Entdecken und Gestalten geblieben und am Dasein? Also, und da muss man sagen, das gibt sehr viele Leute, die sind zwar noch am Leben, aber so richtig lebendig sind sie nicht mehr. Die sind, weil sie diese Bedürfnisse gar nicht mehr spüren, weil sie die so tief vergraben haben in ihrem Hirn, sind die fast ohne diese Bedürfnisse jetzt unterwegs. Und da funktionieren die, das wird jetzt auf einmal so klar, funktionieren die fast so gut wie Roboter. Wir machen alles, wollen auch immer alles richtig machen, bloß keine Fehler. Jetzt haben wir eine ganze Generation von Kindern, wo wir uns in unserer Beschränktheit auch noch drüber freuen, dass die so schön unsere Maßnahmen einhalten und die also mit der Maske noch häufiger rumlaufen, als es nötig wäre. Und sagen wir, guck doch mal, wie sehr der das, nein, das Kind muss, um diese Maske aufzusetzen, seine eigentlichen lebendigen Bedürfnisse alle unterdrücken. Das möchte spielen, das möchte herumtoben, das möchte sich frei bewegen, das möchte die mit der Oma kuscheln und geht jetzt alles nicht. Und das ist nur auszuhalten, also vielleicht mal eine Woche kann man es auch mal so aushalten, aber wenn das jetzt schon ein ganzes Jahr geht, dann ist das Bedürfnis weg. Das ist so tief runtergerutscht im Hirn und so überbaut, dass wenn es dann wirklich wieder geht und tatsächlich Corona mal vorbei ist und die Kinder wieder spielen können, ich kann mir vorstellen, das geht gar nicht mehr so. Die haben gar nicht mehr so das Bedürfnis. Dann gehen die eben doch wieder an das Alte, was sie bisher gemacht haben. Wenn sie wieder mit der Oma kuscheln dürfen, wissen sie gar nicht mehr so richtig, was sie mit der Oma anfangen sollen. Und die Oma hat sich inzwischen auch verändert. Es fremdet jetzt das Kind. Und dann entsteht dieser Kontakt nicht mehr. Und dann ist das alles ziemlich problematisch und deshalb wäre es so wichtig, dass wir uns nicht so leichtfertig über diese Ängste hinwegsetzen, weil sie uns ja helfen wollen, zurückzufinden. Und dann kommt man dann auch sehr schnell auf die Idee, dass das ja eigentlich in Wirklichkeit so ist, dass wir nicht vor dem eigentlichen Geschehen Angst haben, sondern vor dem, was wir uns vorstellen, was geschehen könnte. Auch wieder Corona, wunderbares Beispiel. Also wenn der Löwe vor der Tür sitzt und ich mache die Tür so ein Spalt breit auf und sehe den, dann weiß ich sofort, was ich zu tun habe. Ich habe Angst, mach die Tür zu. Danke, liebe Angst, du hast mir das Leben gerettet. So, wenn ich jetzt aber im Haus sitze und mir vorstelle, dass an irgendeiner Ausgangstür ein Löwe sitzen könnte, das ist ja furchtbar. Dann mache ich die eine Tür auf, dann denke ich, er sitzt an der anderen. Und dann muss ich mich in dem Haus irgendwie mit dieser Angst zurechtfinden. Und es ist in Wirklichkeit nur die Vorstellung. Möglicherweise sitzt gar kein Löwe vor der Tür. So, und da merkt man jetzt, das ist etwas, was nur Menschen können. Ein Löwe kann das nicht. Und auch ein Grashüpfer nicht. Und auch ein Affe wird nicht davor Angst haben, dass etwas passieren könnte, was er sich nur vorgestellt hat. Das ist unser großes Gehirn, mit dem wir uns alles vorstellen können. Eben auch das, irgendetwas furchtbar gefährlich ist. Und diese Vorstellung kann man verstärken. Weil wir reden ja mit anderen Leuten. Dann können die kommen und können sagen, oh, das ist noch viel schlimmer. Und dann guck doch mal, was alles schon passiert ist. Und die kann man aber auch abschwächen. Da können andere kommen. Möglicherweise ist die Vorstellung sogar berechtigt, dass das gefährlich ist. Und die sagen, das ist doch nichts. Und schon ganz andere Sachen ausgehalten. So, das heißt, die Vorstellung, die angstmachende Vorstellung kann entweder verstärkt werden oder abgeschwächt werden. Beides ist dann eigentlich nicht so gut. Und deshalb muss man dann immer prüfen, ob das jetzt stimmt, was einem die anderen erzählen. Und dann
wird es ganz und gar schwierig, weil das ist ja eine Prognose. Die reden ja nicht über das, was jetzt ist, sondern das, was kommt, was wird. So, und die sind ja nun keine Hellseher. Also kann man das, was die prophezeien, was Angstmacher prophezeien, das kann man ja gar nicht objektiv überprüfen. Da gibt man sich jetzt Mühe und sagt Statistiken und da müssen wir da gucken, wie es die letzten 100 Jahre war und wie es jetzt war. Das kann man alles machen, aber hundertprozentig sicher kann man sich trotzdem nicht sein. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, was man da eigentlich machen soll, weil man das jetzt nicht objektiv nachprüfen kann, ob die Angst, diese Vorstellung sei gerechtfertigt, dann tatsächlich auch berechtigt ist. Und ich glaube, dass Menschen da schon immer ein ganz banales Mittel haben, um das zu prüfen. Aber das ist uns auch ein bisschen abhanden gekommen. Wir trauen uns das nicht. Und das ist das. Man könnte auch die Frage stellen, welche Absicht der andere, der uns da Angst macht mit seiner Vorstellung, verfolgt. Und da wird es jetzt ganz bitter. Ja, weil also jemand, der einem Mann, der Angst hat davor, die Haare zu verlieren, gerne ein Haarwachsmittel verkaufen möchte, der braucht da gar nicht viel zu sagen. Der sagt, gucken Sie, ich habe hier ein tolles Mittel, da wachsen die Haare wieder. Im Grunde genommen macht er dem Angst. Noch schöner geht es mit den Faltencremes bei den Frauen. Und dann kann man also auch sehr gut Produkte verkaufen, indem man Leuten Angst macht. Man kann Ideologien verkaufen und verbreiten, indem man Angst macht. Und man macht es fast, also wir alle machen es fast im Alltag. Wer hat das noch nicht zu seinem Kind gesagt, du musst dir die Zähne putzen nach dem Essen, sonst kriegst du Karies und dann fallen dir die Zähne raus. Wir machen Angst und das Kind wird dann ich nenne das gerne, ein Angstputzer. Es putzt sich nicht die Zähne, weil es das will, sondern weil es Angst hat, dass ihm die Zähne rausfallen. Das ist keine gute Haltung, um etwas zu tun. Tut einem nicht gut. Und das andere, dass man auf die Idee kommt als Eltern, da kann man jetzt immer gleich Führungskraft mit dazu denken, dass man als Eltern das kleine Mädchen, die Marie auf den Arm nimmt und sich selber die Zähne putzt und dabei auch noch ein fröhliches Liedchen summt, das führt dazu, dass Mariechen spätestens nach einer halben Minute nach der Zahnbürste greift und sich die Zähne putzen will. Und dann sagt man, für dich habe ich eine besonders kleine und besondere Creme und dann macht man das fertig und dann wird Mariechen ein freudvoller Zähneputzer. Und das macht sie dann ihr ganzes Leben lang gerne. Währenddessen der andere es dann nur noch aus Gewohnheit macht. Und so machen wir uns alle gegenseitig Angst. Auch wie viele Eltern machen ihren Kindern Angst, dass wenn sie jetzt in der Schule endlich mal aus der Hüfte kommen, aus ihnen nichts wird. Tja, das ist Angstlerner. Da muss ich als Hirnforscher sagen, das wird nichts. Also wenn man nur lernt, weil man Angst hat zu scheitern oder nicht irgendeine Prüfung zu bestehen, dann lernt man ja eigentlich nicht den Inhalt, also Mathematik oder Biologie oder Deutsch, sondern dann lernt man eine Strategie, wie man die Strafe vermeidet und die negativen Konsequenzen. Und dann wird man vielleicht einer, der ständig dann später im Leben immer nur um die Dinge herum eiert. Kein Problem wirklich löst, sondern immer versucht, irgendwie auf trockenem Boden zu bleiben. Das ist ein ziemlich langweiliges Leben aus meiner Perspektive. Wenn ich vielleicht mal ganz einem, der gerne lernt. Ja. Wenn ich da vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz einhaken darf, weil wir sind, glaube ich, jetzt ja gerade auch durch die Corona-Krise und auch die Wirtschaftskrise, die damit jetzt einhergeht, natürlich, glaube ich, einer sehr starken Verunsicherung ausgeliefert. Und eines der Probleme, das ich einfach so ein bisschen auch im Umgang mit anderen Leuten jetzt erlebt habe, auch Leuten, die mir irgendwelche Verschwörungstheorien zugeschickt haben und irgendwelche Videos und so weiter und so fort, dass ich gemerkt habe, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, also welche Modelle funktionieren, ist das in Schweden, funktioniert das und so weiter und so fort, da gibt es noch andere Ansätze und so weiter und so fort, habe ich relativ schnell, also für mich bemerkt, es gibt doch nicht wirklich eine einheitliche Aussage von zum Beispiel Virologen. Ja, man ist sich da nicht unbedingt immer eins, ja, was jetzt der richtige Weg ist, was Auslöser, Lösungswege und so weiter und so fort angeht.
Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass das sehr schnell eine Verunsicherung bei vielen Leuten eintreffen kann. Jetzt sind Sie Wissenschaftler, Sie sind es gewohnt, sich mit Themen auseinanderzusetzen, für die es jetzt nicht sofort immer gleich eine Antwort gibt. Ja, Wissenschaft hat ja immer auch was damit zu tun, Fragen zu beantworten. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mit einer solchen Situation konfrontiert sind, wo einfach so viel widersprüchliche Aussagen da sind und es auch nicht so ganz so einfach ist, immer den Wahrheitsgehalt direkt prüfen zu können? Ja, ich bin ja Biologe und ich beschäftige mich mit dem Lebendigen und nicht nur mit Viren. Und das hat mich gelehrt, dass alles, was lebendig ist, nicht kontrollierbar ist. Das entfaltet sich. Man kann Rahmenbedingungen bauen, dass es sich in einer wünschenswerten Weise entfaltet, aber man kann nicht ein Virus bekämpfen. Das ist absurd. Und wenn man sich fragt, warum kommen wir denn jetzt überhaupt auf die Idee, dass wir da nun alle dieses Virus ausrotten wollen, dann muss man sagen, das ist eine Vorstellung, die eben wahrscheinlich aus dem Maschinenzeitalter kommt, wo wir gelernt haben, dass wir so alles bauen können und alles schaffen können und alles irgendwie hinkriegen, was wir uns vorgenommen haben. Und jetzt konfrontiert uns das Kleinste und noch nicht mal Richtigste oder gar kein Richtiges, aber das kleinste Lebewesen konfrontiert uns jetzt mit unseren Allmachtsfantasien. Wir könnten alles kontrollieren. Machbarkeitswahn, ja. Und was wir vielleicht lernen müssen, ist, dass wir das Leben einfach auch annehmen, dass wir sagen, okay, wir sind lebende Wesen, um uns sind auch lebende Wesen, alle versuchen auf ihre Art und Weise zurechtzukommen und zu überleben und sich zu entfalten, und da gehören die Viren auch mit dazu. Und jetzt können wir durch unser vieles Wissen, was wir haben, versuchen, so ein Problem, was uns die Viren bereiten, so aufzugreifen, dass es mit unserer Natur in Einklang steht. Also wir müssten es so versuchen, wie es uns die Natur sozusagen schon gelehrt hat. Und da heißt die Antwort, das Wichtigste, was wir brauchen, ist eine Stärkung unserer Abwehrkräfte. So haben Menschen Epidemien und Krankheitserreger überlebt. Nicht durch die Ausrottung der Krankheitserreger, sondern durch die Stärkung ihrer eigenen, nennen wir es jetzt Selbstheilungskräfte oder Abwehrkräfte. Und dann würde ich sagen, das ist ja dann etwas sehr, sehr Ungünstiges, wenn man jetzt Menschen in Angst und Panik versetzt, weil man ja nun schon seit vielen Jahrzehnten weiß, dass das, was die Abwehrkräfte, also dann das Immunsystem des Menschen am stärksten unterdrückt, das ist Angst. Also machen wir die Sache jetzt mit unserer ganzen Panik möglicherweise noch schlimmer, als sie geworden wäre, wenn wir nicht so ängstlich umhergelaufen wären und uns lieber gefragt hätten, was können wir denn tun, um uns zu stärken? Klar, da gibt es Personengruppen, die wirklich schon sehr schwach sind. Also das sind dann die Alten und die Gebrechlichen und die schon viele Vorerkrankungen haben. Und das sind ja auch die am stärksten jetzt unter dieser ganzen Virusepidemie zu leiden haben. Aber dann wissen wir doch auch, dass wir die primär zu schützen haben. Ja, und dass wir uns dann primär erstmal darum kümmern müssten, dass wir die davor schützen, dass die sich infizieren. Und dann hätte man die Kräfte darauf konzentrieren müssen, diese älteren und besonders anfälligen Menschen zu stärken und zu schützen, anstatt jetzt das ganze Land in so einen Zustand zu versetzen, wo die alle Angst und Panik kriegen und das Virus damit sozusagen in Ermangelung der Abwehrkräfte der breiten Bevölkerung Tür und Tor geöffnet wird. Da können wir noch manche Welle auf uns zugerollen sehen, wenn wir so weitermachen. Das ist schwierig, ist ein schwieriges Thema, und ich möchte da auch nicht in der Haut der politischen Entscheider stecken. Und Sie haben es ja gesagt, das sind ja sehr, sehr weitreichende Konsequenzen, die da jetzt sich abzeichnen. Und wenn wir wieder zu unserem Thema zurückkommen, ist auch hier die Lektion, die wir vielleicht lernen müssen, dass diese Angst uns etwas sagen will. Wenn eine ganze Menschheit in Angst und Panik gerät angesichts eines Virus, das sich da ausbreitet, dann muss man auch die Frage stellen, wie konnte das dann überhaupt sein, dass das sich so ausbreitet?
Kann das, ist es unter Umständen auch möglich, dass wir nicht so gut beraten waren, dass wir also hier in der Weltgeschichte umherfahren nach Lust und Laune und damit natürlich alles von überall her, überall hinschleppen? Ist es möglicherweise auch so, dass wir nicht so gut beraten waren, Menschen so ungünstig leben zu lassen und ihnen nicht zu helfen, sodass sie so multimorbide geworden sind, dass sie so anfällig geworden sind? Also hätten wir nicht viel früher schon dafür sorgen müssen, nicht nur, dass unsere Gesundheitssysteme stärker sind, als sie das jetzt sind, sondern dass auch die Menschen resistenter, ihr Immunsystem gestärkter ist. Und dann muss man wieder sagen, ja, aber wie soll denn das Immunsystem stark sein, wenn man in einer Welt lebt, wo einem ständig Angst gemacht wird? Es ist ja nicht nur Corona, es ist ja vorher sind es die Flüchtlingsströme gewesen und davor ist es die Klimakatastrophe und so kann man ja jetzt die letzten 30 Jahre durchgehen und es ist ja eine Angst, ein Angstszenario nach dem anderen und das wäre ja vielleicht auch eine interessante Lektion, die wir jetzt lernen müssen, dass das nicht so gut ist, wenn wir uns gegenseitig Angst machen. Lieber sollten wir gucken, wie wir die Probleme, die wir größtenteils ja alle selbst verursacht haben, auch gemeinsam lösen. Und das ist eben jetzt die große Kunst, dass man nach so vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten der Feindschaft und des Gegeneinanders und der Konkurrenz jetzt die große Lektion lernen muss, wie man das gemeinsam löst. Und das fällt uns allen nicht so ganz leicht. Aber es wird nur gemeinsam gehen und vielleicht sagen unsere Nachfahren mal irgendwann, dass diese Virusepidemie ihre Großeltern gelehrt hat, endlich aufzuhören, gegeneinander zu arbeiten, sondern Wege zu suchen, wie es miteinander geht. Auch ein schönes Beispiel für New Work. Ja, und ich finde, das ist auch ein, finde ich, schon fast wunderbares Schlusswort auch zu dem, was wir heute erörtert haben. Ich habe aber dennoch drei Fragen an Sie, die wir allen Experten stellen. Und ich würde gleich mit der ersten mal loslegen. Was ist das Wichtigste, was Sie für sich persönlich aus der Krise gelernt haben? Ich müsste das ein bisschen erklären, aber das Wichtigste ist, dass ich versuche, so liebevoll wie möglich mit mir selbst umzugehen. Dazu gehört, mich nicht aufzuregen, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, nicht irgendwelches Zeug zu essen, was mir nicht gut tut und mir nicht dauernd irgendwelche geistige Nahrung einzuverleiben, an der ich dann leide. Ich bin sehr viel draußen, also ich versuche, so sehr das geht, liebevoll zu mir selbst zu sein und mache dabei die eigenartige und bezaubernde Beobachtung, dass ich jetzt auch dadurch viel liebevoller zu anderen bin. Ist auch schön. Ich muss mich nicht mehr dauernd streiten, weil es mir besser geht. Wenn man dauernd in Clinch mit anderen liegt, ist das eher ein Zeichen dafür, dass es einem selbst nicht gut geht. Zweite Frage. Wie sorgen Sie selbst für Zuversicht und Optimismus? Ich nehme an, dass man das nicht lernen kann, sondern dass man da ein bisschen Glück braucht im Leben. Also, und zwar das Glück besteht darin, dass man ja immer durch schwierige Lebensphasen durch muss. Das haben wir alle. Das Leben ist kein Ponyhof. Und dass manche Leute das Glück haben oder vielleicht auch frühzeitig gelernt haben, die Probleme, die das Leben für sie bereithält, auf eine günstige Weise zu lösen. Und da brauche ich ja nur zu sagen, ich war in der DDR groß geworden. Und als ich gemerkt habe, dass ich da nicht mehr bleiben kann, bin ich abgehauen. Aber es ist auch geglückt. Ich hätte auch im Knast landen können. Und dann habe ich Wissenschaft machen wollen und dann habe ich Glück gehabt, dass ich beim Max-Planck-Institut plötzlich so eine Stelle gefunden habe. Und dann habe ich wieder Glück gehabt, dass ich ein Heisenberg-Stipendium gekriegt habe. Es hätte alles nicht passieren müssen. Ich bin sozusagen ein bisschen ein Glückspilz. Aber ich hätte auch dieses ganze Glück nicht haben können, wenn ich mich nicht angestrengt hätte. Das ist auch komisch. Nur da zu sitzen und aufs Glück zu warten, bringt es auch nicht. Ja, was ich vielleicht, und da muss ich jetzt mal ganz kurz so ein bisschen vom Interview abweichen, was ich sehr faszinierend fand an Ihren Ausführungen in dem Buch war, dass Sie gesagt haben,
dass Angst ja auch ein Weg zur Freiheit ist. Und weil wir diesen Punkt noch nicht erörtert haben, würde ich den doch gerne hier nochmal ganz kurz dazwischen schieben. Wie haben Sie das gemeint, dass das ein Weg zur Freiheit ist? Und wenn Sie schon auch das Thema Glücksgefühl und Dopamin und was passiert, wenn wir Lösungen finden, wenn Sie das vielleicht nochmal ganz kurz anreißen könnten, das würde ich sehr gerne noch mit aufnehmen. Es würde ein bisschen auszudehnen sein, aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Wir glauben, dass Freiheit darin besteht, dass wir uns von dem befreien, was uns einschränkt. Und das, was uns einschränkt, macht uns Angst. Und deshalb haben wir uns im Laufe unserer Menschheitsgeschichte von sehr vielem befreit, was uns eingeschränkt hat. Die eigentliche Freiheit, also, und dann haben wir etwas gewonnen. Nämlich, wir hatten keine Angst mehr, weil es gab nicht mehr so viel Druck, es Not und Elend und Krankheiten. Da haben wir eigentlich erst Freiheit gewonnen, aber diese Freiheit, die, um die es da geht, das ist dann die Freiheit, dass man sich für etwas entscheiden kann. Bisher mussten wir uns alle gegen etwas entscheiden und haben das dann für frei halt gehalten, dass wir dann uns befreit hatten von der Unterdrückung. Und jetzt ist die Phase angekommen, wo wir uns fragen können, wofür wir uns in dieser Freiheit entscheiden können. Und das, was uns dahin gebracht hat, das ist eben diese Tatsache, dass wir immer wieder Angst hatten, wenn die Unterdrückung zu stark war. Oder wenn wir uns zu weit von unserem eigenen Bedürfnissen entfernt hatten. Also wenn wir uns sozusagen in der Welt verloren haben oder wenn wir sozusagen von uns weggerissen worden sind, dann haben wir uns immer als unfrei erlebt und haben Angst gekriegt, haben das versucht zu ändern und sind da schrittweise über Jahrhunderte und Jahrtausende immer ein Stück weitergekommen und dann bei der Freiheit gelandet, bei der wir heute eigentlich angekommen sind, nur wir können damit noch nicht richtig umgehen. Das ist die Freiheit, dass wir uns nun endlich entscheiden können, wofür wir leben wollen, nicht mehr wogegen wir sein wollen. Und das verdanken wir der Angst. Ohne Angst wäre das nicht gegangen. Da hätten wir uns schon gleich beim ersten Versuch bei der Suche, wie das Leben geht, hoffnungslos verirrt. Und es wäre keine Angst da gewesen, die uns gezeigt hätte, hey, jetzt ist aber Schluss, jetzt musst du wieder zurück und nochmal einen anderen Weg suchen. Also Angst ist letztendlich auch eine wunderbare Freundin für uns. Aber erst dann, wenn wir sie verstehen und wenn wir sie annehmen können. Wenn man sich gegen die Angst wehrt, wird sie immer schlimmer. Das ist wie Tinnitus. Sie können sagen, okay, Tinnitus, was willst du mir sagen? Irgendwas musst du ja, wirst ja nicht ohne Grund gekommen sein. Also bitte, was habe ich hier falsch gemacht? Und vielleicht findet man da was. Und wenn man das nicht macht und den Tinnitus unbedingt weghaben will, wird er immer lauter. Das geht mit der Angst genauso. Je mehr ich mich von der Angst befreien will, weil ich sie so bedrohlich finde, desto größer wird sie. Das ist irre. Das Leben ist sonderbar. Ja, Sie haben in Ihrem Buch ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und ich glaube, ich empfinde das als eine große Befreiung und ein großes Glück, dass wir langsam anfangen, das Lebendige zu verstehen. Bisher haben wir es nur benutzt. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie in dem Buch angesprochen haben. Dass man sich begreift als selber als lebendig, inmitten etwas, das lebendig ist. Und Sie haben geschrieben, dass es gut wäre, wenn wir die Demut wiederentdecken, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Das ist, glaube ich, das, was Sie auch jetzt eben gerade mit der Angst meinen, richtig? Ja, ich kann das ja nur, wenn ich mich als Teil dieses Lebens verstehe. Und da denken wir ja immer, das Leben ist da draußen in der Natur. Nee, das Lebendigste, was es gibt, bin ich selbst. Und ich muss mich nicht unbedingt mit den Schweinen und Hühnern da draußen verbinden, sondern es wäre viel leichter, mich erstmal wieder mit mir selbst zu verbinden. Weil noch lebendiger geht's nicht. Und das könnte dann dazu führen, dass ich tatsächlich auch selbst wieder lebendiger werde. Und das ginge dann, indem ich anfange, etwas liebevoller mit mir selbst umzugehen. Dann spüre ich wieder meine eigene Lebendigkeit. Dann habe ich die letzte Frage. Was glauben Sie, was wird wohl nach der Krise besser sein? Das weiß ich im Augenblick noch nicht. Krisen sind immer Chancen und im Augenblick besteht auch die Möglichkeit, dass
bestehende Machtstrukturen die Kunst der Stunde nutzen, um sich derartig zu bereichern, dass die tatsächlich alle Macht in diesem, auf dieser Erde jetzt den ganzen Globus an sich reißen. Wir wissen ja, wer jetzt sozusagen an dieser Krise so wunderbar Profite gemacht hat. Und das ist dann vielleicht der letzte Versuch, um nochmal auszuprobieren, ob es möglich ist, dass man mit der völligen Kontrolle der Welt und des Lebendigen dann am Ende doch einen Weg findet. Der muss scheitern, aber es kann sein, dass wir diese letzte Lektion noch brauchen, bevor wir verstehen, dass wir auf dieser Erde nicht leben können, indem wir versuchen, alles andere Lebendige zu beherrschen. Herr Hüther, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und an alle Zuschauer, Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, weitere Informationen zu der Arbeit von Gerald Hüther findet ihr unterhalb des Videos. Wir werden auch einen Link zu dem Buch Wege aus der Angst veröffentlichen und vielleicht noch ein paar weitere Links zu spannenden Informationen von der Webseite von Gerald Hüther. Ihnen nochmal ein riesengroßes Dankeschön für dieses großartige, inspirierende und erhellende Interview. Danke, dass Sie dabei waren. Sehr gerne, und es hat ja mir auch Spaß gemacht. Und ich lerne bei solchen Interviews ja auch immer was dazu. In dem Sinne, Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss.